Im Bereich der Heizungssanierung wird es immer effizienter, dass man von den fossilen Brennstoffen wie Öl, Gas und Pellets wegkommt. Hierbei greifen wir zurück aus der Wärmepumpe im Bereich der Hochtemperaturwärmepumpen bei der Altbausanierung. Wir haben hier ein Außenteil, was dementsprechend über Kühlmittelleitungen verbunden wird zum Hauptpuffer hin im Haus selber. Dieser Hauptpuffer generiert bis zu 70 Grad im Vorlauf durch die Kompression innerhalb des Wärmetauschers, dass wir dort die gewünschten Temperaturen für Heizkörper in Höhe von 70 Grad zusammenbekommen. Der Unterschied zwischen der Hochtemperaturwärmepumpe und der Niedertemperaturwärmepumpe ist, dass die Niedertemperaturwärmepumpe mit dem Medium Wasser arbeitet, die Hochtemperaturwärmepumpe über Kühlmittel funktioniert. Im Haus selber befindet sich ein 800 Liter Pufferspeicher, der für die Versorgung von Heizung und Wasser zuständig ist. Das Wasser wird im Durchlauferhitzerprinzip gemacht. Es wird nichts bevorratet, auch hier sind wir von den Legionellen her komplett safe. Dass man dementsprechend wegkommt von den fossilen Brennstoffen, hat man diese Möglichkeit in Form der Autarkheit auch die Stromgeneration mit Photovoltaikanlagen auf Altbausanierungen auf dem Dach, dass man hier dementsprechend seinen eigenen Strom auch für die Wärmepumpe erzeugen kann. Somit sind wir in Richtung Zukunft gerichtet, komplett auf der guten Seite.